ist ein Achievement. Und ich habe nur 10 Minuten Zeit, dieses Achievement zu schaffen. Schaffe ich das Achievement, überlebe ich und in 10 Minuten kommt ein neues. Sollte ich scheitern, ist alles vorbei. Dabei können über 100 Achievements kommen. Das Ziel ist es, den Ender Dragon zu besiegen. Das Ganze ist in meinen Streams entstanden. Twitch.tv/Tian. Sollte dir sowas gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über Feedback, Kommentar, Like. Ihr wisst schon Bescheid für den Algorithmus und so weiter und so fort. Und jetzt viel Spaß mit diesem unfassbar coolen Video und mit der wahrscheinlich schwierigsten Challenge, die wir jemals gespielt haben. Post Achievement Challenge. Alle 10 Minuten kommt ein Achievement, was ich schaffen muss. Wenn ich es nicht schaffen sollte, sterbe ich. Wenn ich es schaffe, überlebe ich. Und ich muss den Ender Dragon besiegen. Jalla. Wir machen uns jetzt Türen und Boot und holen uns noch ein bisschen Holz für Sticks und Shield. Gravel nehmen wir auch direkt mit für Flint. Wir nehmen uns 7 Stück mit, damit wir 3 Fletching Tablets und einen Flint in Steelcraft können. Kohle nehmen wir auch sofort mit. Fast sehen wir in Augen da. Copper. Spyglass braucht Copper. Fairglass braucht Copper. Und Kupferblock braucht Copper. Blitzerplatte auch. Und es gibt Achievements mit diesen Items. Deswegen nehmen wir das auch mal mit. Einfach unter dem Kobbel war Eisen. Okay, das ist insane. Minecraft-Gott will es heute gut mit uns. Was machen wir aus den 3 Eisen-Ingots? Schild oder Eimer? Wir machen uns erstmal einen Eimer. Nicht schlecht. Flint and Steel, bam. Wir haben ja jetzt 4 Leder. Wir können uns damit schon mal Lederboots machen, denn Light as a Rabbit ist auch ein Achievement, indem man die Lederboots anhat und über Pulver Snow läuft. Oh, bin ich dumm. Monster Hunter. Oh nein, Monster Hunter wäre so ein Free Achievement gewesen. Hidden in the Depths. Obtain Ancient Debris. Okay, Leute, das ist möglich. Es ist ein hartes Achievement. Jawohl. Das ist sehr strong. Lava ist auch gut für das Enchanter-Achievement. Lavasee ist erstmal höchste Priorität, weil wir ja auch eine Bastion finden könnten. Oh mein Gott. Oder du fällst aber nicht ins Wasser und stirbst deswegen fast. 4,5 Minuten. Es ist noch möglich, aber schon wirklich fast unmöglich. Oh mein Gott, Lavasee. Lavasee! Ganz kurz, Leute. Ganz, ganz kurz. Obsidian. 1 Minute 10 für eine Bastion. Oh mein Gott! Bastion! Nee. Nee. Nee, nee, nee. Nein. Nein! Nein! Oh mein Gott! Was? Als ob! Hi. Als... Nein! Ich habe gerade den besten Run mit dem krassesten RNG-Duck ever gehabt. Wir haben einen Ruined Portal gefunden, was ziemlich smart ist für den Anfang. Ja! Okay, das ist sehr, sehr strong. Protection 4. Okay. Fletching Table, let's go. Wir haben schon mal alles. Wir brauchen kein Flint Farm. Shoot a Crossbow, Old Betsy. Ist möglich. Let's go. Oh mein Gott. Wir haben so ein Glück. Ich fasse es nicht. Oh mein Gott, wir haben sogar ein Crossbow hier drin. Das muss der Run sein. Ich bin so happy gerade. Das heißt sogar, wir haben hier ein Dorf in der Nähe. Okay, Lederboots ziehen wir noch nicht an, weil wir da nämlich dieses eine Achievement bekommen mit dem Powdered Snow. Ist das eine Geode? Ja, Geode. Dann nehmen wir noch Shards mit. Dann haben wir schon mal ein Fernrohr. Noch 1 Minute. Dann müssen wir das Achievement machen. Wir schießen jetzt bei 5 Sekunden oder so den Crossbow. Dann looten wir das Dorf. Holen uns das Brot. Wir treffen das Schwein hinten. Yeah! Oh nein, wir haben Take Aim gemacht. Take Aim hätte kommen können. Ich bin so blöd. Egal. Jetzt kann das halt nicht mehr kommen. GG. Leatherworker gibt es hier nicht. Wir wollen Fletcher. Du bist der Richtige, dann ist egal. Den müssen wir noch resetten hier. Let's go. Strong. Wir holen jetzt 6 Stacks Holz. Dann sollten wir genügend haben. Wir brauchen dann nur noch Nether und Blaze Rods. Und dann gehen wir ins End. Das ist, glaube ich, der beste Run so far. Glow and behold. Make the text of a sign glow. Okay. Glow Squid. Wo kriegen wir den Glow Squid her? In tiefen Höhlen. Wir müssen jetzt eine tiefe Höhle finden. Hier ist eine, oder? Oh mein Gott. Let's go. Bitte Glow Squid. Ja! Let's go! Sorry fürs Schreien, aber das muss jetzt raus. Let's go! Das ist so gut. Hä? Da sind deine Säcke. Da waren Dias, hab's gesehen. Ich habe Angst, das Diamonds Achievement zu holen. Ihr denkt jetzt, ich bin blöd. Aber ich glaube, ich lasse das, weil ich habe auch noch keine Eisenspitzhacke. Das sind 2 Achievements. Isn't it Iron Pick und Diamonds? Und Suit Up haben wir auch noch nicht. Das sind alles Achievements, die wir uns vorbehalten können. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Eisen für eine Eisenpickaxe. Die machen wir aber noch nicht. Wie gesagt, man muss das taktisch angehen, das Ganze. Was schreiben wir auf das... Oh mein... Ja, komm, erschreck mich noch mehr. Was schreiben wir auf das Schild? Ausrufezeichen. YouTube. Yeah, Leute. Richtig cool. Wir machen das so. Wir bringen das Sign jetzt zum Leuchten bei 10 Sekunden oder sowas. Also auf den letzten Drücker. In der Zeit können wir eigentlich nichts mehr machen. Wirklich großartig. Wir können mal die Öfen aufstellen. Das wäre eh smart. Und wenn wir jetzt Glück haben, finden wir noch ein gutes Achievement. Aber vorerst, außer sein YouTube, wird markiert und wir warten auf ein neues Achievement. Glow and behold. Easy. Nacht skippen, Holz holen, Cleric traden und hoffen, dass wir den richtigen Trade bekommen. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Zeit ist wichtig. Bitte gib uns die Enderperlen. Das wäre jetzt sehr, sehr wichtig, Mann. Bitte. Ja, let's go. 48 Pearls brauchen wir. Ja. Yeah. 9 Enderpearls. Das heißt, wir brauchen noch 3 bis 4. Ich würde lieber 4 mitnehmen gerne. Bring home the beacon. Construct and place the beacon. Nein! Das ist unmöglich! Ja, wie sollen wir das machen?
Sollen wir Wither killen oder was? Okay, ich mache... Ja, okay. Challenge accepted. Wir suchen jetzt einen Nether und hoffentlich finden wir direkt einen Soul Sand Valley Fortress, wo Wither-Skelette chillen und die geben uns dann alle einen Kopf. Und dann killen wir den Wither mit unserem Stuff. Das wird sowas von nicht hinhauen. Hier haben wir einen Spawner. Imagine, jetzt finden wir wirklich so alles. Leute, erlegt mich. 2 Minuten wären es gewesen, Freunde. So, Stone Tools plus Hoe gemacht, weil wir haben hier übel viel Weizen, das können wir mitnehmen. 4 Eisen ist okay. Eisen war jetzt halt ein Achievement, ist jetzt so wie es ist. Wir machen uns einen Eimer. Ne, Hot Stuff wäre das Achievement mit Lava im Inventar. Ich wollte gerade sagen, wir könnten schon mal ein Portal machen, aber dann würden wir ein Achievement verschwenden. Hired Help. Summon an Iron Golem to help defend the village. Okay, wir brauchen nur Glück mit einer guten Höhle jetzt. 9, 18, 27, 36 Eisen brauchen wir dafür. Leute, Monster Hunter muss... Oh mein Gott, nein. Ich bin im Schwimmmodus, jetzt bin ich viel zu langsam. Och, Bro, nee, also muss jetzt nicht. Danke. Eingebaut. Wir haben genügend sogar. Let's go. Okay, passt auf. Wir gehen sofort hoch und tun das Zeug in den Ofen. Schere, zack. Bam. Kürbis ist schon mal ready. 3. Eisenblock. Oh mein Gott. Wirklich in letzter Sekunde das Achievement geschafft. Let's go. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Den Golem holen wir uns übrigens gleich nochmal. Ist ja klar, dass wir das Eisen nicht ungenutzt lassen. Und wir haben auch schon Glas gefarmt vorhin für Bottles, für Honig-Achievements und so weiter. Neues Achievement. Glow and behold. Make the text of a sign glow. Wir brauchen Glow-Squids. Glow-Squids findet man in Höhlen. Oh, eine Geode ist sehr, sehr wichtig für uns gerade. Dias, let's go. Okay, Dias sind actually sehr, sehr nice. Bro, was? Oh mein Gott. Jawohl, wir haben Glow Squid. Ey, das ist so scripted. Das ist der Run. Das ist der Run. Und Lapis sollten wir vielleicht auch mal mitnehmen, weil kann ja kommen. Wir haben noch 3 Minuten und dann müssen wir das Achievement abschließen. Aber wir farmen echt gut Holz in der Zeit. Es ist echt möglich, die Challenge heute zu schaffen. Ich wäre auch sehr dankbar, wenn jetzt nochmal ein leichtes Achievement kommt. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie Ancient Debris zu farmen. Wir haben über 105 Versuche für diese Challenge gebraucht bisher. Wie viele Holz haben wir? 3 Stacks. Wow, die Eisenäxte waren halt echt eine gute Idee. Noch 19 Sekunden. Ich würde sagen, einfach der Einfachheit halber. Machen wir aber jetzt so. Ich schreibe auch gar nichts drauf. Ich wollte eigentlich für Joke was machen. Aber Glow and Behold. Und wir haben es geschafft. Wie viel Holz haben wir? 1, 2, 3, 4 Stacks Holz. Wir können sogar schon ins Dorf zurück und traden. Zack, zack, zack. Bumm. Bitte keinen Pfandflaschen traden. Jawohl! Let's go! Wir haben 12 Enderperlen. Das ist der Run. Und das hier können wir schon mal machen. Into fire. Relieve a blaze of its rod. Let's go. Oh mein Gott. Das ist genau das, was wir brauchen. Wir müssen auch eh blaze rods farmen. Ey, das ist so gut. Das ist so perfekt. Wir hatten noch nie so ein Glück, ne? Ab geht's. Bitte eine Festung. Also, ich sag's ja oft, ne? Ich sag's ja wirklich oft. Oh mein Gott. Ich sag's oft, dass das der Run ist. Aber das ist so, das... Mir wird gerade alles geschenkt. Wir gehen jetzt in diese Festung rein und holen uns so schnell es geht. Bro, nee. Ist jetzt auch einfach nicht passiert. Wir gehen aber jetzt durch. Wir rennen aber durch. Skelette ignorieren wir einfach. Das Achievement ist doch nur eine Blaze killen, oder? Es ist Monster Hunter. Das haben wir jetzt leider schon gewastet. Aber das hätten wir eh machen müssen für das Achievement. Jawohl, wir haben es. Wir haben das Achievement. Und wir können die Blaze Rods holen. Wir können das Spiel durchspielen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Glück mit der Drop Rate haben, dann ist das der Run. Oder ich sterbe einfach daran, dass die Blaze Rod sich in mich reinspawnt. Bisschen Pech gerade, aber drei... Oh mein Gott, sie spawnen in mir. Sie spawnen in mir. Wieso spawnen so schnell welche? Das war gerade so Pech. Einmal gegönnt und jetzt noch eine Blaze Rod, bitte. Gönne. Jawohl. Jawohl, da unten ist sie. Da unten ist sie. Ist mir egal, ob da ein Wither-Skelett ist. Das ist mir so egal wie Kloßbrühe. Sagt man das überhaupt? Nein, das sagt man nicht. Ab zum Portal! Oh mein Gott, jawohl. Ich habe 13 Enderperlen. Ab in die Overworld. Nach 48 Minuten geht's wieder zurück. Das ist der Run. Use a netherite ingot to upgrade a hoe and then re-evaluate your life choices. Ich muss wieder zurück. Ich kann nicht mehr. Nein, Leute, nein. Das ist es jetzt nicht, oder? In 10 Minuten Minecraft durchspielen. Soll ich es versuchen? Soll ich es versuchen? Ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen, Leute. Bogen. Zack. Wir können keine Dia-Hoe jetzt machen. Das ist unmöglich. Die Dias zu finden dauert schon. Dann mit Netherite upgraden. Das heißt, wir brauchen 4 Ancient Debris und Gold. Haben wir alles nicht. Du gibst sogar Pfeile. Ich liebe dich. Ab geht's. Minus 14 merken, es ist nicht geploppt, let's go. 8,5 Minuten, um den Enderdring zu besiegen. Also wenn wir jetzt nah dran sind, geht es. Mit etwas Glück ist es möglich noch. Aber jetzt brauchen wir wirklich viel Glück und müssen vor allem Präzision im Schuss haben. Wir werfen nochmal. Es ist weiter vorne leider. Es ist geploppt, oh nein. Ich kann mir eins nochmal erlauben zu werfen. Es ist geploppt. Es ist immer noch weiter vorne. Und...
Ach Leute, ach Leute, ach Leute, das kann jetzt nicht sein. Nein!